Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind zurück. Wir sind zurück in Sparta, in unserem Kampf gegen das Unrecht und das Böse und in unserem Kampf für mehr Touristen. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Wir haben schon 210 von 226. Schauen wir mal, in wie vielen Folgen wir das Spiel auf diese Art und Weise gewinnen können. Na gut. Keiner mag uns mehr. Finde ich auch gut. Hauptsache, sie schicken uns unsere Touristen, ihre Touristen. Süßen Truppen. Ah! Sehr schrecklich. Fürchterlich. Hey! Vincent van Gogh kann noch Merkmalen, die Kaffeeterrasse am Abend. Na schon. Okay, finde ich gut. So, wir haben da noch einen Spion. Wo schicken wir den hin? Daher. Finde ich gut. Ah, okay. Wir haben noch H.G. Wells. Meine Erklärung war so simpel wie plausibel, wie so oft bei falschen Theorien. Gut. So. Krieg der Welten. Zeitmaschine. Passt. So. Dieser Apostel. Sollte nach Sansibar gehen. Und nächste Runde. Wir haben schon zwei Uran, ein Öl. Ja, das ist gut. Alles gut. Was willst du? Was haltet ihr davon? Wir geben euch Salpeter und Diamanten und ihr gebt uns Tabak und ein wenig Geld. Okay, das nehmen wir an. Was soll's? Salpeter brauchen wir eh nicht mehr. Bisschen mehr Zufriedenheit. Mit Hilfe. Huch. Ich müsste. Ja. Eines intelligenten Wesens verschiedentlich angeordnet zu sein. Ja.
So, wir haben hier einen Händler. Wo könnte der hingehen? Nach Philadelphia vielleicht. Philadelphia klingt gut. Kultur ist dominant. Ihr habt so viele Touristen angezogen, dass eure Kultur dominant ist als die Kultur des Kongo. Das wissen wir. So, wir bauen nochmal ein Werk. Damit haben wir Pergamon voll mit Gemälden von einem Herrn Van Gogh. Sanitäter. Wir haben da eh schon alle. U-Boot oder Bomber. Bomber klingt gut. So. Aleppo, was brauchen wir bei dir? Ein Kraftwerk. Oder? Nö. Vergiss das Kraftwerk. Kein Kraftwerk. Ein Hangar. Der Wert einer Kultur misst sich nicht an ihren Leistungen, sondern daran, wie lange diese Leistungen währen und in Erinnerung bleiben. Unter eurer Führung, großer Anführer, erschaffen wir nicht nur Schönheit, sondern erhalten sie auch, sodass sie den anderen Nationen der Welt Ehrfurcht einflößen. So sind wir halt. Wir haben einen Kultursieg errungen. Yay, damit haben wir dieses Let's Play abgeschlossen. Wir sind bla 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 bla. Rangliste. Wir sind nicht in unserer Rangliste. Doch. Wir sind hier bei Platz 17 Nero. Ein Mann, der immer bereit ist zu glauben, was man ihm sagt, wird es niemals weit bringen. Finde ich interessant, Diagramme. Okay. Glauben pro Runde haben wir definitiv den meisten. Goldbilanz. Das zeigt nur, wie viel Gold wir gerade haben. Nicht wie viel Gold pro Runde. Insgesamt eingenommene Städte interessiert mich nicht. Insgesamt erhaltene Kriegserklärungen interessiert mich nicht. Insgesamt errichtete Gebäude. Da sind wir weit voraus. Man muss dazu sagen, das mit dem Glauben hilft schon sehr stark, wenn man den hoch hat. Insgesamt gebaute Bezirke, da sind wir nicht ganz so dominant, aber immer noch erster. Insgesamt gebaute Wunder, da sind wir auch weit vorne. Genau. Kongo war Nummer 2. Insgesamt geführte Kämpfe? Nö. Insgesamt gegründete Städte? Da waren wir nicht Erster. Was Saladin voraus? Getötete Einheiten? Haben wir das gewonnen? Jop. Definitiv. Verdiente große Persönlichkeiten. Und am Schluss noch die Nummer 1 errungen. Hm.
Temperatur pro Runde. Na, da waren wir aber ziemlich klar voraus. Punkte ebenfalls. Wissenschaft waren am Schluss auch ganz oben. Na schauen. Wir haben im insgesamt verlorene Städte, da waren wir der letzte. Saladin hat natürlich die meisten Städte verloren, ich glaube. Okay. Will man heute abspielen? Nö. Wieso sieht man da nicht die Karte, was man ja... Na, wurscht. Okay, die Herrschaften, wir haben gewonnen. Das war einfacher als gedacht. Ich glaube, ich muss das auf einem höheren auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen, weil ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, dass es irgendwo eine Herausforderung gegeben hätte. Und das, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich tue. Na gut, Herrschaften, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück und wir sehen uns hoffentlich bald in einem anderen Let's Play wieder. Wenn ich euch wieder begrüße. Bis dann. Schlaf gut und träumt was Schönes.